Hallo, ich begrüße euch zurück hier bei Skyrim. Wir haben es geschafft. Wir haben, ja, tatsächlich die beiden Nords aus der Sage befreit, errettet von dem Fluch der Totenbeschwörung gelöst, wenn man so möchte. Hätte ich nicht gedacht, oder? Ihr habt es gehört, sie wollte ihren eigenen Mann wiederbeleben und hat, ja, dafür die beiden Seelen, die in Wahrheit hier, Holgeier und die Frau... Moment, wo liegt sie? Sie ist ja schuld. Lua al-Skaven. Sie hat hier mit ihrer Totenbeschwörung die Seelen gestört. Oder eben die Geister, sagen wir mal eher die Geister gestört. So, Lydia, du weißt, was wartet, oder? Du musst noch einiges tragen, denn wir müssen noch einiges mitnehmen. Autsch, Schaden durch den Stab. Ich bin direkt hinter euch. Ah, das ist gut. Na schön, was denn? Ja. Was braucht ihr? Und das da. Gut, verstanden. Einer ist hier doch gerade runtergefallen, oder nicht? Sonst noch etwas? Moment, Lydia, warte. Ich möchte fast sagen. Los, kein Gold verschwenden. Ich gebe euch Deckung. Na schön. Was denn? Nimm mal bitte. Was braucht ihr? Gut, verstanden. So. Dankeschön, Lydia. So, ja, wie bereits gesagt, wir haben die Totenbeschwörerin getötet und dadurch die beiden Geister der Nords befreit. Hier, Fiori. Fiori und Holgeier. Und als Belohnung haben wir nichts weniger bekommen als das sagenhafte Geisterschwert. Oder die Geisterklinge. Verursacht 3 Punkte zusätzlichen Schaden und ignoriert Rüstung. Also eine vollkommene Rüstungsdurchdringung. Sieht, ja. Was soll ich sagen? Geisthaft aus. Ein altes Nordschwert, nur eben durchsichtig. Als Geschenk der Geister. Schaden 20, Schaden 27. Wir bleiben auch tatsächlich bei der Schwurklinge. So, und seht mal hier, der nächste ungewöhnliche Stein, ich sagte dir bereits, die Dokumentation dessen kommt erst jetzt. Ansielwund. Ansielwund, wenn ich das mal später noch lesen kann. So, der nächste ungewöhnliche Stein. Arkaner Verzauberer. Ah, da sieht mal jemand an. Und auch hier hätten wir viel mit Ölurnen arbeiten können. Kaiserliche? Nee, brauchen wir nicht. Oh Mann, dabei hatte sie doch so ein trauriges Ziel, oder? Sie wollte nur ihren Mann, der im Krieg gefallen war, wieder zum Leben erwecken. Ein so schönes Ziel, das dann doch so grausam endete. Und warum? Weil sie irgendwo die Grenzen überschritten hat. Musste das sein? Ich glaube nicht. Oh, seht mal hier. Dietrich Gold, Heiltrank, Eisenpfeile. Haben wir das Dungeon, den Dungeon eigentlich? Die Höhle, die Nordruine. Ja, abgeschlossen. Perfekt. Das heißt, im Groben und Ganzen war es das hier. Kommt man darüber? Nee. Ah, oh, das ist auch nichts, oder? Nö. Na gut, dann ist das gewesen. Ach, Mann, oh Mann. Dass es alles ein trauriges Ende nehmen musste, oder? Sie war ja durchaus eine fähige Beschwörerin. Eine sehr starke, möchte ich behaupten. Sie konnte durch die ganze Ruine hinweg ihre Zauber wirken. Oh, Mann. Gold, Gold und, Ihr Schlafplatz vermute ich mal. Noch mehr Gold. Zenz des Beschwörens. Mineralerz umwandeln. Kennen wir schon. Ist aber sehr viel wert. Kaiserlicher Kondolenzbrief. Vierter Ära 175. Kaiserliche Bürgerin Lua al-Skaven. Mit tiefer Betroffenheit muss ich euch vom Tod eures Gatten Sael in Kenntnis setzen. Er verlor sein Leben in der Schlacht, als er half, die Kaiserstadt von den Altmeri zurückzuerobern.
Er bewies sich in seiner letzten Stunde großer Tapferkeit. Er bewies in seiner letzten Stunde große Tapferkeit und sein Opfer wird nie umsonst sein. Sich einfach statt nie lese, oder? Furchtbar. Allen galt er als Mann von hoher Moral und als leuchtendes Beispiel für das Beste, was das Kaiserreich zu bieten hat. Bitte tröstet euch in dieser Stunde eurer Trauer mit dem Gedanken, dass er sein Leben gab, um das Kaiserreich zu schützen, das er so liebte. Mit meinem aufrichtigen Beileid, Pius Brocius, kaiserlicher Präfekt. Auch das bringt dir ihren Mann nicht zurück. Oh, überragende Zerstörung. Auch sehr viel wert. Novizenrobe der Beschwörung. Ein Buch der Dedra. Begräbnisurne Gold, Magika, Trank und noch ein bisschen Gold. Nehmen wir alles mit. Ach, Mann, oh Mann. Na, ich denke mal, so ein Schreiben, so ein Beileidsschreiben, vor allen Dingen dann dieses aufgedrückte Schreiben unten drunter. Mein herzliches Beileid, das hilft nicht, oder? Ganz ehrlich, würde euch das helfen in der Situation? Dann nicht mal persönlich überbracht, sondern wahrscheinlich per Post mit einem Kurier. Also es ist... alles andere als schön. Aber gut, wir sind hier fertig. Das war die Ausgrabung. Und viel mehr noch. Denn was wir hier gefunden haben, waren zwei traurige Geschichten in einer. Einmal die von unseren alten Nordhelden und natürlich auch die... oh, hier geht's raus. Einmal die von unseren Nordhelden und natürlich auch die von unserer armen Gattin, die nachher nichts wollte, als ihren Mann zurückzuholen. Auch das ein trauriges, ja, beziehungsweise ein verständliches Ziel, aber sie hat die Grenzen überschritten. Die Seelen der Nords zu quälen, bloß um dann selber den Mann zu beschwören, was ja dann letztlich nicht mehr funktioniert hat, ist sicherlich alles andere als gerecht. So, trotz alledem will ich auf jeden Fall diesem Pfad hier folgen, in Richtung dieser Dwemer-Ruine. Es ist wirklich möglich, dass wir hier noch nie gewesen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mal aus Lust und Laune einfach so hier ins Gebirge spaziert bin. Und anders kommt man da ja gar nicht hin. Also hier war ich bestimmt noch nicht. Ein Stehbär. Und ein falscher Zauber vor allen Dingen. Los, Lydia. Darauf da. Du schaffst das. Komm schon. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht wegrollen. Schneebärenpelz. Okay. Hier ist irgendwo... seht mal da oben, tatsächlich. Da oben. Ich weiß echt nicht, ob ich da schon mal war. Stufenaufstieg. Wir erhöhen noch einmal unser Mana. Nee, nee. Ah, wir heben uns die lieber auf. So ein bisschen Angst, wisst ihr das? Hallo, ich komme in Frieden. Kargrenzel. Okay. Ich sehe einen Schneetroll. Das ist schon mal nicht gut.
Ja, ein Eistroll. Also der normale Troll nicht schlimm genug. Ich glaube, hier bin ich noch nie gewesen. Vergrenzel klingt für mich komplett unbekannt. Oh, der arme Troll. Tut mir beinahe leid. So, trotz alledem müssen wir irgendwie noch gewichtlos werden. Ah, daran liegt es ja nicht größtenteils. Haben wir noch irgendwas? Ich bin direkt hin. Na schön. Was denn? Ja, hier, hebt mal auf. Was braucht ihr? Ja. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Gut, verstanden. Ja, komm doch her. Okay. Gut, verstanden. Das ist immer wieder Macht. Einfach genial. So, wir wollen aber Erz abbauen. Wir lassen nichts zurück, wenn wir es mitnehmen können. Mondsteinerzader. Mondstein war doch für Vulkanglas, oder? Korrigiert mich bitte, aber ich meine, es wäre für Vulkanglas gewesen. So, Erzader erschöpft. Oh, das ist in Ordnung. Solange wir das sind, der davon profitiert hat, ist alles okay. Und da geht's rein. Oder auch nicht. Da geht's rein. Okay. Jetzt sind wir wirklich weit oben. Seht's euch an. Hinter dem Wolkenfeld. Und da ist so Rodgar da oben. Der Hals der Welt. Wir sind schon ganz schön viel rumgekommen. Viel mehr, als ihr vielleicht denkt. Hallo Lydia, du darfst gerne mit anfassen. Und wir haben sogar einen makellosen Granatstein gefunden. Super. So. Ah, hier bin ich noch nicht gewesen. Das wüsste ich. Das wüsste ich aber. Hallo? Grenzel. Was uns hier erwartet, hoffentlich kein Zwergen-Centurio oder... irgendwas anderes Böses. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wow. Seltsame Kugel. Also ich würde sie nicht berühren, wenn die Leichen rundum liegen würden. Wow. Lydia? Ich habe ein bisschen Angst. Wow! 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 What? Was zum Teufel?
Und auch eine Zwergenkiste gefunden. Was war das denn jetzt? Das wäre mal der Hammer. Umso höher wir stehen, desto tiefer können wir fallen, oder was? Ich hoffe, nur Lydia lebt noch. Zwergenstreit kommt Gold, Granatstein, Eisenhemd, Illusion. So hoch hier. Ja. Puh. Und wir haben hier eine Falmerkiste. Ihr wisst, was das heißt, ne? Ihr wisst es. War das Wahnsinn. War das ein Wahnsinn. Tiefer Fall. Hier bin ich noch nie gewesen. Was auch wahrscheinlich besser so ist. Lydia, Vorsicht. Ich hab dich gewarnt. Ja. Nachkommen, Lydia. Wow. Falscher Zauber mal wieder. Ach, ich wurde vergiftet von dem Falmer. Sehr schön. Darauf habe ich gewartet. Und, ja. Tschüss. So, Falmerohr, Gold, magisches Leichentuch, nehmen wir auch mal mit, Heiltrank. Gehärtete Falmerrüstung. Lydia? Bin immer noch da. Na schön. Was denn? Ja, nimm mal. Was braucht ihr? Kann ich nicht machen. Tut mir. Immer alles so umständlich, ne? Also, den gehärteten Helm und die gehärtete Rüstung nehme ich mit. Sind, glaube ich, auch Gegenstände aus. Ich weiß es nicht. Ich würde behaupten, aus. Ich gebe euch Deckung. Dragonborn. Ich bin mir nicht sicher. Na schön. Was denn? Aufheben. Was braucht ihr? Die Frage. Wo ist der Helm? Sonst noch etwas? Eigentlich ja, aber. Wir werden die auch noch oft finden, soweit ich mich erinnere, aber. Ist halt ärgerlich. Hätte ich gern gehabt, den Helm. Am wichtigsten ist die Rüstung, aber. Okay, Glück gehabt, Lydia. Blöder Steinhaufen. Okay. Wir müssen Lydia mitnehmen. Gegen Falmer auf jeden Fall. Wow! Das ist gefährlich, mein Freund. Man kann sich echt ganz schlimm erschrecken. Macht man nicht. So. Mann. Wie die Lydia immer. Oh. Sagt. Da unten kommen wir. Boah, was war es denn bitte für ein Sturz? Das war ja. Boah, eine gefühlte Ewigkeit. Und bis wir hier wieder draußen sind. Ich auch nicht, Lydia. Das ist wirklich der Wahnsinn. War ja ein super Schrei hier. Lydia, nicht runterfallen. Lydia, ich von hinten, du von vorne. Komm schon. Wollte sich gerade heilen, habt ihr das gesehen? Gewetztes Falmer-Schwert. Stärker als unser Schwert, aber wir verzichten. Ihr wisst, Falmer-Waffen. Mag ich nicht so gerne, genau wie die Momente, in denen sich Skyrim aufhängt. Bis gleich, Leute.
So, da sind wir wieder. Ah, der ganze Spaß nochmal. Ihr wisst ja, Skyrim sagt ganz gern ab und zu mal auf Wiedersehen. Und ich sag Hallo und willkommen zurück, Skyrim. Denn mich wirst du so schnell nicht los. So, Heilung. Okay, erst fallen wir, dann gemeinsam. Wow! Stopp! Mich kriegst du nicht! Boah, das ist so eine mutige Strategie, war es die eine Frage. Ob nur Lydia bleibt am Leben. Also hier bin ich auf jeden Fall noch nie gewesen. Kann ich euch versprechen. An diesen Sturz könnte ich mich erinnern. Blüht er nicht zu uns? Doch. Okidoki. Ja, dann alle auf Nummer 2. Anlauf Nummer 2. Da ist der Helm. Na, ich bin mal so nett und lass Lydia mal, ja, verschont vom weiteren Tragen. Wir brauchen gleich nämlich ihre ganze Stärke. Und hier habe ich beinahe Mondsteinerz übersehen. Was denn? Was denn? Lydia? Lydia? Ich glaube, sie kämpft gerade mit Steinen. Eine grobe Vermutung. Will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Okay, eine Schaufel. Eine Schaufel. Die gewetzten Sachen und die... Diese schweren, Falmer-Rüstungen sind auf jeden Fall nicht standardmäßig da. Mann, oh Mann. Wo sind wir hier gelandet? Das ist echt der Wahnsinn. Und was für eine Leuchtkugel? Also es muss ja noch irgendein Geheimnis dahinter stecken. Hoffe ich zumindest. Amethyst, Ektoplasma, Falmer, Ohr, Gold, Vampirenstaub. Warum Vampirenstaub? Wow. Wow. Wo kommt der denn her? Böser Falmer. Wir haben so einiges zu erzählen, wenn wir zurück nach Weißlauf kommen. Geweihter Streitkolben. Lydia? Bin immer noch. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Nimm mal bitte. Sonst noch etwas? Ne, ich bin mehr als, ja, bedient damit, dass du so spontan einfach so viel tragen kannst. Das ist echt der Wahnsinn. Steinbachhöhle. Was? Steinbachhöhle kennen wir ja. Na gut, dann war das Spektakuläre der Fall. Mehr aber eigentlich nicht. Na gut, dann raus hier. Steinbachhöhle. Hier haben wir ja die Handschuhe gefunden. Ist jetzt
Ein relativ unspektakuläres Ende für eine sehr, sehr, sehr spektakuläre Fallaktion. Gut, warum nicht? Wie weh das getan haben muss. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier geht's raus. So, Himmelsrand. Dann erst zu den Orks und dann auf nach Weißlauf. Ich glaube, inzwischen ist unser Bart schon so lang, wir könnten es auch Graubart nennen. So. Gut, unser Ziel ist dann, verschiedenes Finger des Meisterschmieds. Und dazu reisen wir mal zum Felsenmoorhang. Wirklich jetzt nur aus reinen, zeitlichen Gründen. Wir sind im Weg ja letztes Mal schon zurückgelaufen. Dementsprechend erlaube ich mir jetzt mal hier die Schnellreise. Und eventuell freuen wir uns gleich mit den ersten Orks an. Hat auch einen bestimmten, gesellschaftlichen oder historischen Wert. Ich meine, die ersten Orks, die, obwohl sie hier in Himmelsrand, ihr habt das bereits mitbekommen, sehr, sehr, sehr zurückgezogen leben, lassen sie einen Fremden, in diesem Fall einen Kaiserlichen, in ihr Dorf, wenn es denn so passieren sollte. Und das ist durchaus was Besonderes. Ebenfalls habt ihr gehört, dass es ganz, ganz viele verschiedene Orklager gibt, die auch alle Stück für Stück betreten können. In ganz verschiedenen Winkeln von Himmelsrand. Wir warten mal bis zum Morgen, damit der gute Häuptling des Dorfs auch wirklich auf dem Bein ist. Und dann wollen wir mit dem Geschenk zurückkehren. Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Tretet ein. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Narzulbur. Grüße dich, Yatul. Ihr seid mit den Panzerhandschuhen zurückgekehrt. Tretet ein. Sprecht sofort mit unserem Häuptling. Alles klar. Bola. Malakat segnet uns mit diesem Land. Es ist nicht für euresgleichen bestimmt. Das ist aber ganz schön gemein, sowas zu sagen. Und hier haben wir das große Lagerhaus. Jede dieser Orksiedlungen hat ein solches Lagerhaus als Haupthaus. Sie sind nicht meine Tanten, sie sind eure Tanten. Und sie haben mir genug gesagt. Wovon redet ihr? Darüber, wie euch die Göttlichen verflucht haben. Was habt ihr Schreckliches getan, dass ihr das verdient habt? Nichts, ich. Es ist einfach nur Pech, sonst nichts. Nun, euer Missgeschick bedeutet, dass ich keine Mutter habe. Ich, tut mir leid. Es? Okay, hallo, Häuptling. Ich fasse es. Maukulak. Ihr habt die Finger des Meisterschmieds gefunden. Ich bin beeindruckt, Fremdling. Noch nie ist jemand von dieser Aufgabe zurückgekehrt. Beim Kodex des Malakat. Ich ernenne euch zum Blutsverwandten der Orks. Lasst alle Festungen wissen, dass ihr nun zur Familie gehört. Das ist nicht schlecht. Ich fasse es nicht. Ihr habt die Finger des Meisterschmieds gefunden. Ich bin beeindruckt, Fremdling. Noch nie ist jemand von dieser Aufgabe zurückgekehrt. Beim Kodex des Malakat. Ich ernenne euch zum Blutsverwandten der Orks. Lasst alle Festungen wissen, dass ihr nun zur Familie gehört. Ja, manche Orks wiederholen sich ganz gerne. Ja, ich fühle mich tatsächlich geehrt. Ihr könnt gerne bei unseren Schmieden Orkwaffen und Rüstungen kaufen. Trainiert mit meinen Kriegern oder kauft Gifte bei der weisen Frau. Willkommen in unserer Festung, Blutsverwandter. Okay. Seid ihr hier, um eben Erz zu kaufen? In unserer Schwarzadermine gibt es jede Menge davon. Ebenerz? Gibt es in der Festung nur noch etwas zu tun? Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Ja, warum nicht? Das wird eine gute Übung. Dann mal los.
Hoffe, ich bereue das nicht.